Moin Leute, in diesem Video zeige ich euch, wie ihr das fehlende Glied finden könnt. Etwas sehr versteckt. Dafür müssen wir jetzt erstmal zur Ausgrabungsstätte in Siegtroyd. Genau, im Osten der Stadt. Da werde ich mich noch kurz hinbewegen. Am besten mit irgendwelchen Hilfsmitteln geht es natürlich am schnellsten. Wenn ihr natürlich hier schon so cooles Gear habt, dann könnt ihr hier ein bisschen das Ganze beschleunigen. Ja, wir müssen jetzt hier nach einer verdächtigen Stelle gucken, wo wir mehr ausgraben können. Wie mehr ausgraben? Genau, das sieht doch gut aus. Ich glaube, das ist das, was wir suchen. Wir brauchen dazu hier diese Abbauruder. Die bekommt ihr im Riss hier in Siegtroyd. Das müsst ihr davor gemacht haben. Ja, und dann können wir jetzt hier runter. Ja, jetzt ist hier nämlich ein Eingang in die Höhle frei und wir haben ausgegrabene Evolution als Aufgabe bekommen. Ja. Ja, die Aufgabe an sich ist gar nicht so eindeutig, gell? Wo soll das denn sein, Junge? Finde das fehlende Glied. Na, hier könnte es doch weitergehen. Ja, das sieht doch aus wie vorhin auch. Ah, und hier ist ein Durchgang. Ist nix. Ach, hier ist der Ausgang. Ja, aber hier ist doch irgendwas, oder? Das sieht doch verdächtig aus. Und hier Abbaurudern. Ja, ja. Ich glaube, aber der Kopf macht aus. Müssen wir mit dem Kopf dagegen dengeln. Bis wir den ganzen Stein da weggeklopft haben oder was. Hier oben fehlt noch irgendwas. Ja, jetzt haben wir es doch fast. Wir sehen, eine Statue legt sich frei. Aber hier irgendwo beim Kopf ist noch nicht alles weg. Aua, bitte nicht weg, Kikinteo. Ja, jetzt noch ein... Ja, genau. Noch ein Schlag hat gefehlt. Und jetzt verbeuge dich vor dem fehlenden Glied. Also wir müssen uns verbeugen. Mit V und dann den Emote aussuchen. Ja, und wir sehen, hier geht jetzt was. Wir werden abgescannt oder was? Ausgegrabene Evolution freigeschaltet. Ja, und damit haben wir hier diese Goat. The Goat, das fehlende Glied. Die erste laufende Ziege, ja, quasi Vorläufer vom Mensch oder was soll das sein? Ja, damit hat sich auch der Riss geöffnet. Sehr schön. Die findet man nämlich nicht so leicht, wenn man nicht direkt danach sucht. Ja. Ihr seht hier im Osten, hier ist der Ausgang. Genau hier in der Kuppe. Da müsst ihr euch dann dementsprechend durchgraben. Genau, sehr schön. Und wir gehen doch gleich auch zur nächsten Quest. Also wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, dann klickt doch hier auf das nächste Video. Nicht verpassen. Und lasst natürlich einen Daumen da, wenn euch das Video weitergeholfen hat. Genau. Bis zum nächsten Video. Macht's gut.